Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin Zedebio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich, dass ihr wieder einschaltet hier zu einem neuen OMSI-Video hier wieder mal auf dem Kanal. Und ja, ich habe mich lange gesträubt davor, aber jetzt ist es soweit. Wir sind heute auf der Karte Ruhrgebiet unterwegs, Metropole Ruhr, also allerdings heute mal nicht mit dem Solaris, weil da bin ich kein Fan von. Nehmen wir das Ganze hier heute mit der MAN Stadtbusfamilie, denn das ist ein wundervolles Add-on. Und ich habe mir heute gedacht, wir fahren mal zum Einstieg die Linie 252. Die sah ganz putzig aus, von daher würde ich sagen, einsteigen, vorbereiten, los geht's. So, wenn jetzt noch mein Lenkrad mitmachen würde, wäre das wundervoll. Allerdings muss ich mal ganz kurz hier was machen, denn er nimmt mir nämlich die Desktop-Aufnahme auf. Das ist falsch, das soll er nämlich nicht machen. So. Und jetzt sollte wieder Bild da sein. Jetzt haut das Ganze auch dementsprechend hin. So, Linie... nein, müssen wir gar nicht machen. Ei. Das war tatsächlich ein bisschen laut. Heieie. So, okay. So, dann... Licht an... Linie 252, Route. Das müsste sein. Zweckel-Hermann-Schule. Haut das hin. Fahrplan. Ja, das passt. Und ja, da haben wir auf jeden Fall was zu tun. 40 Minuten Fahrt auf jeden Fall. Kann sich auf jeden Fall sehen lassen, denke ich mal. Und wir brauchen natürlich leider die Hilfspfeile, denn so genau kenne ich mich hier leider denn auf der Tour denn doch noch nicht aus. Und ja, also das ist wie gesagt heute unser Plan, den wir hier heute mal abfahren werden. Wir hatten uns ja jetzt in den News mal so ein bisschen drüber unterhalten, so zwecks diesen Mini-DLCs, ja, wie diese Thematik aussieht. Und da kann ich ja hier nochmal so für die OMSI-Fans nochmal so einen kleinen Nachschlag geben. Und zwar hatte ich ja dieses Thema angesprochen mit dem Mini-DLC Nummer 2 und habe da gesagt, dass das Ganze kostenpflichtig wird. Diese Aussage stimmte teils, denn für Leute, die das Düsseldorf-Addon kaufen, für die ist es umsonst. Für Leute, die das Düsseldorf-Addon nicht kaufen, die müssen wirklich 5 Euro dafür zahlen. Also so ist das aktuell geregelt worden. Und also das sieht schon schön aus hier mit diesem Schild da hinten. Genauso ist es jetzt also geregelt worden. Und ja, das nochmal als kleiner Hinweis dann nochmal, dass, ja, das Ganze erstmal so ist. So, hier ist der Terminus schon mal, das ist ja wunderschön. Hier können wir jetzt hier warten und dann fahren wir hier von Bührerstraße weiter. Und dann lassen wir uns mal überraschen, was uns hier auf dieser Linie erwartet. Es gibt einfach so unglaublich viele Linien. Deswegen, ich weiß, der ein oder andere findet diese Karte absolut furchtbar. Ja, und das ist nicht die älteste Karte. Das Ganze ist natürlich gebaut von Kevin Nitschmann und Team, also Projekt Gladbeck-Team. Und ich finde schon, man muss schon sagen, es ist schon eigentlich ganz nett gemacht. Es ist halt einfach so die Masse, ja, die jetzt an Linien hier einfach drin ist, dass man wahrscheinlich gar nicht alles gesehen hat. Also ich meine, ich weniger. Das soll aber hier halt alles hundertprozentig nicht stimmen. Ja? Das Ganze hier als reales Addon zu verkaufen soll, für viele ist ein absolutes No-Go. Und ja, wenn ich persönlich kenne es natürlich nicht, ja. Ich war halt noch in die Metropole Ruhr, ja, also im Ruhrgebiet. Von daher kann ich da dementsprechend auch nichts sagen. Allerdings fällt mir gerade auf, ich muss hier nochmal den Bus hier ein bisschen konfigurieren. Und zwar der Spiegel ist Typ A, hätte ich gerne. Ja, perfekt. Ich finde diesen Spiegel an der Tür furchtbar. So, was haben wir hier? Alle Busspuren. Ja, also kann ich dazu dementsprechend natürlich nichts sagen, ne? Also, so, was Realismus auf jeden Fall betrifft. Ich habe mir schon viele Videos angeschaut, so zwecks des Themas, Kevin Nitschmann und Projekte. Wir hatten uns ja die Karte, ich glaube, Palmeier schon angeschaut gehabt, hier auf dem Kanal.
Das war natürlich auch eine Karte von Kevin Nitschmann gewesen und auch da gab es natürlich ordentlich Kritik an der Karte, selbstverständlich. Sie war auch jetzt nicht weltbewegend, muss ich sagen, ja. Aber jetzt auch nicht so, dass ich jetzt sagen muss, so geht gar nicht, ja. Laufen wir schon alle weiter vor, also können wir das hier auch machen. So. Und dann können wir die Fahrgäste hier schon mal einsteigen lassen. Bleistufe A, bitte. Bleistufe A, bitte. So, 2,80. Wunderschönen guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend, ja. Ja. Könnt ihr bitte die Heizung anmachen und strecken? Die Coach Dreck. Schönen guten Tag, Herr Busfahrer. Der Bus ist ganz schön voll, wa? Ich habe wahrscheinlich einen zu kleinen Bus genommen hier. So, wo haben wir sie denn? Wir sind full. Obwohl, eigentlich ist da noch genug Platz drin. Eigentlich ist hier noch genug Platz drin. Hat sich ja auch schon ein schöner Stau gebildet hier. Ist ja der Wahnsinn. Oh Gottes Willen. Ja. Ja, selbst Straßenbahn kann man hier fahren. Ist auch eine coole Sache eigentlich. Deswegen, also so im Großen und Ganzen bin ich jetzt gar nicht so ein großer Gegner jetzt von Metropole Ruhr. Ich finde, es ist okay. Also für das, was man geboten halt bekommt, halt mit diesen, dieser riesen Streckenauswahl, die wir hier zur Verfügung haben. Man hätte vielleicht sagen müssen, dass es vielleicht semi-real ist oder halt fiktiv ist. Ich meine, wäre ja nicht das erste Addon, was nicht ganz hinhaut vom Realismus oder was halt auch Payware semi-real oder Payware fiktives Addon gibt, wie Bad Hügelsdorf 2020 zum Beispiel, was jetzt erscheint. Oder Rheinhausen. Ja, das sind ja so, das ist ja in Ordnung, ne? Man muss es ja nicht kaufen, ne? Und vielleicht da hätte man vielleicht ein paar Abstriche machen müssen. Wie gesagt, ich selbst kenne mich da jetzt wirklich nicht aus. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern das Ganze jetzt mit der Streckenführung zumindest schon mal passt. Ja, also wenn es schon semi-real ist, finde ich das schon, geht's in Ordnung. Ne? Und auch für den Preis halt 35 Euro. Ich weiß, das klingt auf den ersten Schlag schon echt viel. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es das jetzt eines der schlechtesten Addons ever ist. Ja, also. Ich muss ja nur mal über die Gleise rüber. Was soll ich machen? Blödes Gesindel. So, dann muss man hier ganz kurz mal was schauen hier. Nächste Haltestelle, Holzbrückstraße.
So. Ach, das macht schon Spaß. Wenn das dann auch ruckelfrei läuft und alles was, dann macht Omsi sich schon mega, mega Laune. Ich weiß auch nicht, ich habe ja schon oft gesagt gehabt, man könnte, die Karte ist eigentlich eine der idealsten Karten tatsächlich, um eine Leitstellenfahrt zu machen, aber sobald du das in die Runde schmeißt, ist das Gelächter groß, ja. Um Gottes Willen, das kannst du nicht machen, das geht doch nicht. So wird das Ganze hier empfangen. Finde ich schon eine coole Sache. ja. Ich selbst, also wie gesagt, kann über dieses Addon jetzt nicht allzu viel meckern. Ja, ist klar, es gibt schon bessere Addons. Abend. Dieser Bus ist großartig. Nochmal an alle. Falls ihr dieses DLC nicht haben solltet, kauft es euch. Das ist absolute Kaufempfehlung. Jetzt fange ich an zu spucken. Also es geht jetzt speziell um den Bus jetzt, ne? Hier, Metropole Ruhr, ich weiß. Das ist, kommt bei vielen nicht so gut an. Ich fand's auch cool, der Steven hatte mich angeschrieben gehabt, von wegen, dass der Entwickler vom C2-Addon mein Video gesehen hat. Und die angesprochenen Punkte, die wir ja da in dem Video hatten, in diesem Vergleichsvideo, wurden tatsächlich schon zum Teil schon gefixt oder werden noch gefixt auf jeden Fall. Finde ich eine coole Sache. Zwar hat er mir das nicht gesagt, das hat er dem Steven gesagt. Und ich finde das cool. Also manchmal helfen tatsächlich solche Videos immer so ein bisschen, das Ganze weiter zu realisieren, sage ich mal. Ja, dass das, das hätte ja auch rauskommen können und dann hätte man ja sagen können, so, ach, die meine Güte, das ist ein furchtbares Addon, so wie es zum Beispiel mit der Solaris Urbino Stadtbusfamilie war. Wo ich mir ganz viele Freunde mitgemacht habe, definitiv. Nein, das ist auch, mittlerweile ist es, habe ich mich daran gewöhnt, es ist eigentlich ein cooles Addon. Ich finde aber die MAN Stadtbusfamilie noch mal ein bisschen besser, obwohl ich großer Solaris-Fan bin. Muss ich da sagen, gefällt mir, wie gesagt, hier die MAN Stadtbusfamilie doch ein Ticken besser. Das war immer nur... Ah, jetzt. Ich würde sagen, steckt hier auch mal irgendwer aus hier. Das wäre ja mal großartig. Ja, ich bin ein bisschen zu doll in die Bremse gegangen. Es tut mir leid. Verzeiht's mir doch. Ja, wie gesagt, also helfen manchmal auch immer so eine kleinen Videos, um zu zeigen, so pass mal auf, das müsstest du vielleicht und das und dann klappt das schon. Ich meine, er hätte es ja auch total kritisch aufnehmen können und sagen können, da machst du selber besser, ne, Blödkopf. Aber nein, er hat sich das Video angeschaut und hat gesehen, okay, das könnte man vielleicht wirklich tatsächlich noch schnell umsetzen und er hat es gemacht. Mal gucken, wie die nächsten Bilder auf jeden Fall aussehen und wann natürlich dieses DLC dann auch dementsprechend erscheint halt noch, ne? Huch.
So, sind leider ein bisschen zügig unterwegs hier. Deswegen kleine Zwangspause hier. Feldstraße. Bahnfan X. Oh ja. Yeah. Schon ein bisschen voll der Bus. Ein wenig. Wo haben wir denn die Feldstraße? Da. Hier. Irgendwo. Ich sehe es ja wieder mal nicht, weil ich ja wieder eine höhere Auflösung spiele. So, jetzt gehen wir hier nochmal Hauptmenü. Was war denn mit Werbung? Keine Ahnung. Oh, lauf doch mitten auf die Straße. Dusselige Kuh. Tja, ja, meckern geht noch. Jetzt hier einfach mal die Uhrzeit, weil ich jetzt halt nicht Lust habe, jetzt hier alle zwei Minuten warten zu müssen. Wenn wir jetzt mal dementsprechend mal die Uhrzeit mal ein bisschen vorstellen. Ist natürlich nicht so schön, mache ich sehr, sehr ungern. Aber wir wollen ja jetzt auch nicht sehen, wie ich jetzt hier an jeder Haltestelle jetzt hier irgendwie warten muss. Wahrscheinlich hier alles 30er-Zone. Hier ist jetzt so 30er-Zone.
Hallo. Ja, wenn man sich hier zum Beispiel mal diese Häuserzeile hier anschaut, aber ich meine, gibt es ja wirklich, ja? Also, das ist ja. So wurden manchmal so Häuser mehrmals nebeneinander gebaut. Das ist halt Tatsache, ne? Ich meine, ob jetzt genau dieses Haus da jetzt wirklich steht oder ob die jetzt wirklich da so aussehen, ja, das kann ich natürlich nicht bezeugen, ne? Also, da kenne ich mich einfach nicht aus mit. Ah ja, Omsi hat wieder mal seinen gewohnten Hänger. Sowas hier in so Berlin-Style wäre super. Also das würde ich so feiern, wenn hier einer so ein Riesennetz aus Berlin bauen würde. Das wäre abgrundtief, das wäre so himmlisch. Würde da auch meine 100 Euro für bezahlen für, ja. Zu ruckeln. Das ist nicht unsere Haltestelle hier. So, und wieder 4 Minuten vorspulen. Läuft bei uns. 1, 2, 3, 4. Hi, ist das hier drin kalt? Vielleicht nicht mal mit dem Interieur. Ein Kinderticket. Hallo, Busfahrer. Bitte. Danke, Bruder. Danke, Bruder. Wir haben ja keine Zeit hier. Fahr doch. Meine Tochter mal sagen würde, nun fahr doch.
Oh, jetzt gibt es ja wieder hier ein Leck wieder nach dem anderen. Alle Linien außer 255. Hier muss man tatsächlich sagen, der Fahrplan ist echt großzügig. Ich darf die Uhrzeit schon wieder vorstellen. Ich finde eine sehr entspannte Linie, ne? Talstraße. Relativ entspannte Linie. Weiß bloß, wenn du einmal hier wirklich eine negative Zahl gemacht hast, dann kriegst du die auch meistens nicht mehr raus. Ja, das ist immer echt heftig. Da musst du schon wirklich knüppeln, ja, damit du wieder ins Plus kommst.
ja, so ist das, Leute, so ist das. Wird dann aber wieder eine längere Folge, wie ihr schon mitbekommen habt, sicherlich. Ja, manchmal kann man es echt nicht, da kannst du dich nicht hinsetzen, kannst du sagen, 20 Minuten ist Feierabend. Und ich bin auch kein Fan vom Cutten oder sowas. Ich will diese Linie, diese Tour dann auch zu Ende fahren. Das macht Sinn, wenn ich jetzt das Ganze jetzt hier teile oder sowas. Von daher, ja, sind wir jetzt mal wieder bei 32 Minuten angekommen. Lang, lang ist her. Unsere letzten Folgen waren ja eigentlich immer relativ kurz. So, zum Beispiel auch aktuell komme ich einfach nicht dazu, Susi aufzunehmen. Das ist, gerade richtig schlimm. Das ist gerade richtig schlimm. Mir fehlt es wirklich an Zeit auch noch, oder? Das ist, die Woche ist schon knüppeldicke hart hier. Aber naja, das ist ja... Ist ja nicht euer Problem dann, ne? Das ist ja selbstverständlich. Das ist ja... Aber wie gesagt, ich versuche halt immer, ein Video jeden Tag rauszubringen. Das habe ich so im Kanaltrailer geschrieben. Da kann ich sie einfach mal nicht machen, ja. Außer seitdem ich habe mal Pause, denn das ist ja was anderes. Übrigens kann ich jetzt auch schon mal so bekannt geben, es wird definitiv eine Pause geben. 2 Wochen werde ich Pause machen, also wirklich Kanalpause. Da wird dann auch mal nichts kommen, so in dem Dreh, weil ich bin zwar zu Hause, ich aber wirklich keine Zeit habe. Und zwar wird das so die letzte Septemberwoche und die erste Oktoberwoche sein, gehe ich mal stark davon aus. Vielleicht auch die ersten beiden Oktoberwochen, muss ich mal gucken. Da werde ich wahrscheinlich sehr, sehr viel auf Twitch unterwegs sein. Weil da wirklich richtig gutes Zeugs rauskommt für die Nintendo Switch und ich da eigentlich so übelst mich drauf freue, dass ich dann gesagt habe, okay, dann machen wir da einen Cut. Also es wird trotzdem die ÖPNV-News geben, die werde ich trotzdem machen und wichtige Lotus-Sachen würde ich da halt machen, falls da jetzt irgendwas Großartiges passiert in der Zeit, wo ich dann mal eine YouTube-Pause mache. Das ist ja meistens immer so, wenn ich Urlaub habe, passiert irgendwas Geiles, ja, innerhalb Lotus, die riechen das. Ah, der fährt im Urlaub, jetzt können wir. Nee, das könnt ihr euch sparen, denn ich bin nämlich zu Hause. Ich muss auch weiterhin arbeiten. Jetzt muss ich mal gucken, was ist das hier für ein Pfeil? 252 nach links, okay. Ich bin dann halt nur halt auf Twitch groß, dann erstmal für diese 2 Wochen. Und danach geht's dann wieder ganz normal weiter. Bis wahrscheinlich Ende November, da wird's dann wahrscheinlich auch nochmal eine Woche geben, wo ich mich dann wieder auf Twitch rumtummel. Aber da weiß ich gar nicht, es kann auch sein, dass ich dann auch wirklich dann mal nicht da bin. Das ist, muss ich dann gucken. Aber auf jeden Fall jetzt, wie gesagt, die entweder die letzte Septemberwoche und die erste Oktoberwoche oder die ersten beiden Oktoberwochen. So ist geplant jetzt erstmal. Auf einem anderen Kanal geht dann natürlich weiter, ganz normal denn, weil das ist ja das Projekt, ist ja ein und das gleiche, Twitch und dieses YouTube. Achso, wer das noch gar nicht mitbekommen hat, ne, ich habe da mal so einen kleinen Beitrag erstellt hier auf YouTube, wo ich mal so ein bisschen unseren Zweitkanal nochmal so hier auf YouTube nochmal ein bisschen anpriese. Das ist nicht MicroHazard TV, das ist nicht mehr mein Kanal und daher auch nicht mein Zweitkanal. Das geht hier um Chaos Games 2018, wie gesagt, der gleichnamige Twitch-Kanal. Kann
mir gar nicht vorstellen, dass diese Haltestellen echt immer so eng beieinander liegen. Genau, auf dich habe ich gewartet, Alter. Nächste Haltestelle, Brunnenstraße. Auf dich habe ich gewartet. Ja, ihr seht auch, ne? Ich habe ein bisschen mal die Texturen noch mal ein bisschen runtergeschraubt, damit Metropolruhr einfach deutlich besser läuft. Hab mir jetzt angewöhnt, jetzt jede Karte selbst neu zu konfigurieren. Damit man halt immer das beste Spielerlebnis hat. Wie gesagt, also ich lege auf Grafik ja nicht so viel Wert. Mir ist da eher wichtig, dass es flüssig läuft halt, ne? Sonst wäre ich auch kein Nintendo-Fanboy, wie viele immer sagen würden. So, Abmarsch. Echt viele aussteigen hier. Was war da ein perfekter Anschluss eigentlich? Ja, also wie gesagt, nur dass ihr da schon mal so ein bisschen up-to-date seid. Ich werde das Ganze auch nochmal in den ÖPNV-News nochmal bekannt geben, wann denn jetzt, wie das genau ist. Und dann habt ihr da die richtigen Termine. Zumal ja dann auch, wie gesagt, das Lotus-Fan-Treffen ist. Da bin ich ja auch. Also auch da wird es dann halt auch noch ein Video geben zu und. Also... ich bin, wie gesagt, halt wirklich da, allerdings halt, finde ich die Zeit, wenn ich die Zeit halt nicht auf YouTube finde. Wo stehst du denn hier, Alter? Ist das geplant? Oh, Endhaltestelle. Perfekt. Ja, und wir hätten jetzt nur 6 Minuten Pause. Na, das würde ja Phasus und Co. freuen. 6 Minuten Pause. Dann im Video gleich wieder weitermachen. So Leute, das war's für die Folge von heute. Ich hoffe, euch hat es wieder mal gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, schreibt es in die Kommentare und gerne auch mal Vorschläge, was wir so mal zukünftig jetzt noch machen können, weil mir gehen so langsam sicher so ein bisschen die Ideen aus tatsächlich. So zwecks Omsi, Lotus, Susi und so. Vielleicht halt irgendwie noch ein Projekt reinnehmen, was man immer so als Lückenfüller praktisch benutzen kann. Schreibt das doch mal rein, ob ihr da Bock drauf hättet und welches ihr dafür in Betracht ziehen würdet, was man halt immer so ein bisschen machen könnte, falls es mal wirklich eng wird und ich jetzt sage mal, ich schaffe jetzt eine halbe Stunde irgendwie Folge hier aufzunehmen. Denn wie gesagt, donnert's dann in die Kommentare rein. Ich würde mich freuen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn es weitergeht. Damit verabschiede ich mich, sage danke fürs Zuschauen. Ciao, tschüss und bis zum nächsten. Tschüss.